Tschüss. Tschüss. Nicht sehen können trennt von den Dingen, nicht hören können trennt von den Menschen, lautet ein Zitat des Philosophen Immanuel Kant. Damit sich hörgeschädigte und gut hörende Kinder besser kennenlernen, gibt es das Inklusionsprojekt Kunst sichtbar und hörbar machen. Zweimal in der Woche treffen sich 16 Kinder der allgemeinbildenden Schule Ludwig Windthorst und der benachbarten Hartwig-Klausen-Schule, einem Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Hören. Wir in unserer Schule haben etwa 120 Kinder draußen in der Inklusion. Die sind an allgemeinen Schulen und wir begleiten die mit unserem ambulanten Dienst. Und Kinder, die da nicht zurechtkommen, die aufgrund des eigenen Wunsches oder des Elternwillens bei uns besser gefördert werden, die sollen bei uns auch sein. Jeweils 4 Kinder wechseln für das Kunstprojekt die Schule. Auf 2 große Schneckenbilder kleben sie Gegenstände, die Töne erzeugen können. Die klingenden Kunstwerke sollen die menschliche Hörschnecke, die Cochlea, symbolisieren. Nicola geht auf die Hartwig-Klausen-Schule. Die 12-Jährige bekam schon mit 1,5 Jahren ein Hörimplantat. Wenn ich schwimmen fahre, dann muss ich das abnehmen, weil es sonst wegen dem Wasser kaputt geht. Und wenn ich das dann schlafe, nehme ich es auch immer ab, sonst gehen die Batterien viel zu schnell alle. Bisher gab es zwischen den Kindern der benachbarten Schulen kaum Kontakt. Auf einen Dolmetscher sind die Schüler aber nicht angewiesen. Ich habe mit denen normal geredet und manchmal, wenn sie das nicht verstanden haben, habe ich das nochmal wiederholt und deutlich, dass sie das auch verstanden haben. Etwa 3 von 1000 Kinder sind von Geburt an taub oder verlieren in frühester Kindheit ihr Gehör. Ohne Behandlung bleibt ihnen die Welt der Töne unbekannt. Wenn ein Hörgerät nicht mehr ausreicht, bleibt nur noch ein Implantat. Es wird unter die Kopfhaut des Patienten eingesetzt und reicht bis ins Mittelohr. Thomas Topp ist Leiter von Cochlea Deutschland und hat das Kunstprojekt initiiert. Es ist toll zu sehen, wie kreativ die Kinder aus den beiden Schulen an diesem Projekt gearbeitet haben, es nicht nur farblich, sondern auch akustisch gestaltet haben. Und wir freuen uns, wenn die Meisterwerke fertiggestellt sind und wir sie offiziell hier in den Schulen positionieren können. Die beiden Schneckenbilder sollen noch vor den Osterferien fertig werden. Dann werden die klingenden Kunstwerke unter den Schulen ausgetauscht.